Was ihr da hinter mir seht, ist ein Langbandschleifer. Um noch genauer zu sein, ist das ein Langbandschleifer, der sehr, sehr viel Staub erzeugt. In hier diesem Kasten befindet sich ein sehr, sehr großes Flügelrad. Das ist wie so eine große Absauganlage, die gleichzeitig läuft, wenn halt eben der Langbandschleifer auch läuft. Das Problem ist jetzt nur, dass die Luft hier durch so einen kleinen Schacht durchgezogen wird und das halt eben nicht reicht, um den Langbandschleifer effektiv absaugen zu können. Das bedeutet, hier wird zwar sehr, sehr viel Staub durchgeblasen, in hinten diese Filterpatrone, aber dazu kommt auch noch, dass die Filterpatrone sich sehr, sehr schnell zusetzt und somit die Absaugwirkung und die Absaugleistung gegen Null geht. Das bedeutet, wenn immer ich hier diesen Langbandschleifer benutzt habe, habe ich hier eigentlich voll im Qualm gestanden und ja, das ist auf Dauer natürlich nicht so gut. Man kann es hier sehr einfach und sehr deutlich erkennen, dass hier war, das hier ist entstanden, nachdem ich eine Tischplatte geschliffen habe und vorher war hier fast nichts drauf. Das hier ist extrem viel Material und jetzt zeige ich euch mal noch was. Hier befindet sich das Antriebsrad und das ist komplett voll mit Sägemehl. Also hier unten, das ist alles voll und das will ich auf jeden Fall besser hinbekommen. Das ist so keine Lösung für die nächsten Jahre. Meine große Absauganlage ist ja noch nicht fertig, da habe ich noch nicht einmal wirklich angefangen, weswegen ich auf die jetzt nicht zugreifen kann. Deswegen ist der Plan, dass ich hier diese Absauganlage direkt unten hier anklemmen werde, damit ich den Schleifstaub hoffentlich gut absaugen kann. Ich weiß noch nicht genau, ob es gut funktioniert, aber das ist halt eben der Plan. Übrigens hier diese Absauganlage, das ist extra eine Absauganlage für diese feinen Stäube. Deswegen alles, was die Filterklasse und alles, was das Thema generell angeht, wird diese Absauganlage hier bestens erfüllen. Die ist sogar GS geprüft, also die ist extra für Schreinereien und dafür ist die extra gut. Aus dem Grund müssen wir hier ein bisschen was machen. Wir müssen jetzt als erstes mal hier alles reinigen, falls wir gleich ein paar Funken erzeugen, dass da halt kein Schleifstaub drin ist, der halt eben anfangen kann zu brennen. Da müssen wir hinten die halbe Maschine noch ein bisschen auseinanderbauen. Das seht ihr aber später im Video, deswegen bleibt unbedingt dran. Wir werden später testen, wie gut das Ganze funktioniert und ob das Ganze halt eben funktioniert. Ich probiere jetzt gerade mal aus, wie gut die Absaugung hier läuft, weil ich sehe gerade, dass doch ein riesengroßer Schlitz, wo das Ganze reingezogen wird, aber der saugt ja trotzdem nicht so gut ab, deswegen testen wir das jetzt mal. Ich muss irgendwie erkennen, ob das Ganze einigermaßen saugt, deswegen schaue ich einfach mal. Machen wir einfach mal den Härtetest und machen hinten den Stutzen ab. Und dann schauen wir mal, wie viel Luft hier halt eben rauskommt. Boah, das ist schon eigentlich ziemlich viel, ne? So, und die Werkstatt steht im Staub. Ich habe mal ein paar Gedanken gemacht, habe ein bisschen rumtelefoniert. Ich werde mir jetzt einen Filtersack bestellen, den ich da ranklemmen werde, denn da hinten die Absauganlage wird wahrscheinlich nicht genug Luftumsatz bringen. Und so kann ich das mitlaufen lassen und noch eine Absauganlage und dann ist das Pico, ne? Das bedeutet, wir werden jetzt mal an den Computer gehen und da was bestellen und dann können wir hier einen Ausschnitt für dieses Teil machen. Ich bin ja super happy mit meinem neuen Stich. Ich bin super happy mit meinem neuen Stehschreibtisch hier in der Werkstatt. Ich habe jetzt den Computer dabei, jetzt können wir direkt mal schauen, was wir da so finden. So, das sind jetzt immer so Sachen. Im Idealfall hätten wir das gestern schon bestellt. Da hätten wir nämlich hier Filterbeutel, Absauganlage, Filterpatrone. So, idealo, hier, was haben wir denn da? Das sollte doch passen. Also ich muss jetzt schon wirklich sagen, das ist so eine tolle Sache, jetzt kaufen. Wenn man in der Werkstatt schauen kann, was man brauchen kann, es dann in der Werkstatt bestellen, weil sonst musste ich dafür immer eine eigene Aufgabe meiner To-Do-Listen-App machen und so kann ich es direkt abarbeiten. Jetzt muss ich nur immer den Computer mitnehmen und dann ist das alles schön. So, garantiertes Lieferdatum für diesen Artikel. Das ist doch schon mal eine feine Sache. Das bedeutet, wir haben im Prinzip eine zweistufige Absauganlage mit diesem heutigen Umbauprojekt. Wir haben einmal die integrierte Absaugung, weil wir die dann eben doch nicht abbauen werden. Und wir haben noch eine weitere hier, die wir hier halt eben erst noch dran bauen müssen. Und das ist halt eben hier die Absauganlage. Das wird ganz schön spannend. Let's go. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich hier das Antriebsrad abgezogen bekomme. Ich schaue jetzt erstmal, wie tief das drauf sitzt, 35 mm. Damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben, ne? Das wäre schon gut.
glaube, mit abziehen, das wird nichts. Nee, mit abziehen, das wird wirklich nichts. Das ist wirklich brutal, wie viel Schleifstaub so eine Maschine erzeugt. Das kann man sich wirklich nur schwer vorstellen, aber das hier sind etwa 20 cm hoch nur Staub, ne? Also das ist schon abgefahren. Hier sollte so ein Staubabstreifer dran, damit der Schleifstaub wirklich hier unten reingefeuert wird. Und da soll dann auch irgendwie so die Absaugung dran kommen. Deswegen markiere ich mir das jetzt mal mit ein bisschen Kreppband, damit ich gleich weiß, wo ich das aufsäbeln muss. Ich mache das immer so unfassbar ungern, deswegen habe ich jetzt auch alles ein bisschen gesaugt hier. Und so eine Arbeit würde ich auch nicht machen, so wenn ich eine halbe Stunde vorher dann die Werkstatt verlassen würde. Denn da ist die Angst einfach zu groß, dass man irgendwo ein paar Funken reinfeuert, wo sie nicht hin sollten. Interessante Ansicht mal wieder hier, was hier heute schon wieder alles passiert. Tatsächlich habe ich diesen Stützen dann noch einmal kurz gezeichnet, um hier alle passenden Teile rausschneiden zu können, um die dann passend zusammenbauen zu können. Das Bauen nach Plan hat wirklich richtig gut funktioniert. Jetzt kann ich mal probieren, ob ich das Ganze hier auch richtig gut ranbekomme. Leider habe ich übrigens doch keine Besen mehr, um den Staub hier abzufangen. Deswegen werde ich es jetzt erstmal ohne probieren. Mal schauen, wie gut das halt eben mit der zweiten Absaugung jetzt schon funktioniert. So, der finale Staubsack ist jetzt noch nicht angekommen, deswegen hole ich jetzt einfach mal für den ersten Test, ob der Staub dann eher da drin landet oder weiterhin in die ganze Werkstatt direkt geblasen wird, den Staubsack von meiner jetzigen Absauganlage. Probieren die über Studieren oder wie war das? So, ich habe jetzt beides montiert und jetzt werden wir es einfach mal ausprobieren, ob der Großteil vom Staub erstmal in der Absauganlage ankommt und dann schauen wir mal weiter. Ich schalte jetzt als erstes die Absauganlage an, dann den Langbandschleifer. Wir schauen jetzt als erstes mal hier auf unser Antriebsrad, wie es da drin aussieht. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus eigentlich. Klitzekleines Fazit. Generell erstmal. Die Staubentwicklung ist immer noch da. Also wir haben hier extrem viel Schleifstaub, was wir halt eben produzieren. Aber der Großteil wird dieses Mal abgesaugt. Das ist der wesentliche Unterschied. Vorher war es die ganze Zeit so, dass wirklich einfach direkt alles in die Werkstatt geschmissen worden ist und ich hier komplett im Staub gestanden habe. Das ist so immer noch nicht zu 120-prozentig, aber so kann ich jetzt erstmal arbeiten. Ich habe jetzt deutlich gemerkt, dass viel, viel mehr Material hier in den Schlot reingesaugt wird und dann halt eben in einen von den beiden Ausgängen reingedrückt wird. Ich muss jetzt mal so ein bisschen im Auge behalten, wie viel halt eben in der richtigen Absauganlage hängen bleibt und wie viel halt eben oben in dem Filterbeutel hängen bleibt. Ich weiß, Leute, das ist nicht so der 120-prozentig richtige Filterbeutel für oben diesen Einsatz. Aber das ist immer noch besser, als wenn das direkt ungefiltert in die Werkstatt geschmissen wird. Hier laufen Umluftfilter mit und deswegen ist das jetzt erstmal, es ist noch nicht 120%, ich habe schon gesagt, das ist jetzt erstmal besser. Ihr habt ja am Anfang vom Video gesehen, wie krass es wirklich gestaubt hat, wenn man da ein bisschen mehr mitschleift. Und das ist jetzt schon ein gutes Stück besser, deswegen ist das jetzt erstmal ein kleiner Teilerfolg für mich.
Und ich muss auch einfach so ein paar Projekte jetzt mitbauen, um sehen zu können, wie gut das unterm Strich jetzt auch bei einem richtigen Projekt funktioniert. Ich muss jetzt erstmal nochmal an ein paar Projekten arbeiten und die Langbandschleifer so ein bisschen benutzen, um halt eben zu schauen, wie gut das Ganze funktioniert. Das werde ich erst unterm Strich sehen, wenn ich es halt eben so ein bisschen benutze. Aber ihr habt es ja am Anfang vom Video gesehen, mit dem vorherigen Setup war das noch schlechter und noch ineffizienter. Auch so ein kleiner Erfolg war für mich heute, dass ich das geplant habe. Und der Zuschnitt war dieses Mal wirklich sehr, sehr einfach. Normalerweise ist das immer so ein bisschen umständlich, das dann zu schauen. Und so hatte ich in der Vergangenheit immer relativ viele Abfallstücke. Aber so, als ich hier dieses kleine Teil am Computer mal schnell geplant habe, und es geht ja wirklich sehr, sehr schnell, so habe ich wirklich auch kleine Reste benutzen können und musste nicht hinten die ganze Platte rausräumen. Ich verlinke euch jetzt hier noch zwei weitere Videos. Abonniert doch gerne den Kanal. Bald wird es auch wieder richtige Projekte geben. Das hier sind jetzt so kleine Projekte, die ich einfach mal umsetzen muss, damit es hier in der Werkstatt auch ein bisschen weitergeht. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage bis zum nächsten Video. Tschüss.